So, und damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Bus and Cable Car Simulator. Am Mikrofon begrüßt euch wie immer euer Omnibusfahrer. Wir fahren heute zum Messezentrum und werden uns da die Streetcar freischalten. Bloß ist das eine Einbahnstraße? Ich glaube nicht. Bleibe ich hier lieber mal stehen. Ich sag, wir fahren zum Messegelände, holen uns da die Streetcar. Da müssen wir dann da oben hinfahren. Da und dann darüber. Wenn ich jetzt den Bus eh schon mitnehmen kann. Und dann fahren wir Straßenbahn. Ich freue mich schon drauf, ich freue mich richtig drauf, hier drin jetzt endlich mal Straßenbahn zu fahren. Bloß etwas blöd hier auf diesen ewig zugestopften Straßen zu stehen und zu warten, dass es mit dem Verkehr weitergeht. Ich bleib mal hier. Oder fahren die, ist es dann ganz rechts fahren? Ach, da kann ich gar nicht geradeaus drüber. Oder doch? Autsch. Hä? Oh, sorry. Hä? Wo will der denn hin? So, jetzt Auto weg. Jetzt fahren wir drüber. Was ist denn jetzt schon wieder passiert? Ich möchte da nur geradeaus drüber. Ist denn das so schwer? Na, also es geht doch. Wie weit muss ich denn noch? Schon noch ein ganzes Stück.
Ja gut, das sehe ich ja dann eh auf der Karte, wo ich dann hin muss. Speedlimit 40. Ja, perfekt. Was ist denn da vorne los? Kann ich ja nicht rüber. Na, so eine Mist. Na gut, dann machen wir es eben da vorne. Darf ich da dann wenigstens? Was? Wieso nicht? Warum nicht? Ich fahre doch auch dahin. Hä? Das darf ich da nicht links abbiegen? Was ist denn das für ein Blödsinn? So, darf ich nicht rechts abbiegen? Dann biegen wir links ab. Eieiei. Wobei, das ist ja Einbahnstraße hier, ne? Ja. Jetzt stehe ich auf der falschen Spur, Scheibengleister. Dauert mir trotzdem zu lang. Jetzt einfach hier die ganze Strecke rüber bis zum Messegelände und dann wieder runter.
Mensch, da ist doch grün, warum fahrt ihr nicht zu? Verstehe ich nicht. So, komm, lass mir mal links rüberfahren hier, bitte. Danke. So, ich möchte ins Messegelände, darum fahren wir da jetzt geradeaus einfach mal weiter. So Leute, ich möchte auf die Messe. Lass uns mal durch hier bitte. So, und da sind wir. Herrlich, herrlich. Halt. Da laufe ich gleich in die falsche Tür hinein. So, wo steht er denn? Da drüben steht die Streetcar. Wie viel haben wir denn? 19.000. Fahrzeug freischalten. 16.000. Annehmen. Juhu! Jetzt haben wir diese Streetcar freigeschaltet, die Straßenbahn. Wir fahren zurück zum Depot mit unserem Bus und in der nächsten Folge fahren wir dann Straßenbahn. Ich überlege gerade, was näher dran ist. Oder wie ich am schnellsten. Ich glaube, ich fahre hier, dann die Straße rauf und dann darüber und dann darüber. Ich glaube, das wäre doch am schnellsten, weil vor allen Dingen, ich muss dann oben. Von oben muss ich dann starten, von dem oberen Busbahnhof. So Leute, ich möchte jetzt hier eigentlich mal links abbiegen, wenn ich darf. Da müssen wir jetzt warten, bis alle weg sind.
Ach, Herrschaftszeiten. Lässt mich jetzt hier noch drüber fahren. Na komm, Leute, was ist denn los? Ich bin jetzt gerade mal hier. Das ist mir jetzt zu... So. Weg. Alles jetzt übernommen. So. Übernehmen. Neu starten. Auf geht's. Aber gleich ein paar weniger Autos. Ich möchte ja zurück zu meinem... zum Busdepot. Einfach mal Verkehr wegzaubern. Von hinten kommen schon wieder die Autos. Wenn ich jetzt hier schon stehe, kann ich den Bus auch gleich tanken. Aber ich muss ja auch zurück zum Depot. Dann fahre ich doch gleich im Depot zum Tanken. Mensch Leute, was ist denn los mit euch? Fahrt halt einfach los, wenn die Ampel grün ist. Und wartet doch nicht ewig. Warum stehe ich jetzt hier? Nochmal. Ich will gerne mich umdrehen. Nee, macht er nicht. Okay. Diese Ungeduld. Spinnst du? Der kann vielleicht mal ein bisschen warten, bis ich hier rübergezogen bin. Komm, fahr zu, du da vorne. Machen wir unser Licht mit an. Hier müssen wir wieder vorsichtig sein, weil hier blitzen sie gerne.
Aber da fällt mir ein, mein Privatauto steht ja noch unten im anderen Depot. Hm. Das heißt, ich muss dann zur ersten Straßenbahnhaltestelle mit den Füßen hinlaufen. Kann ich mit dem Auto fahren. Das fällt mir natürlich sehr früh ein. Wo bin ich denn jetzt hier? Naja, geht. Was ist denn los? Fahrt halt zu! Yeah, endlich mal eine Kreuzung ohne Ampel. Boah. Spinnt der? Jetzt fährt er weiter. Toll. Ja, und immer diese Leute, die dann über die Straße drüber laufen und den ganzen Verkehr behindern. Dann wundert mich nicht, dass es hier drinnen Staus aus dem Nichts gibt und absolut ganz viele Staus. So, und da sind wir auch schon. So, jetzt kann man hier mal vernünftig durchfahren. Machen wir das Fenster zu.
vielleicht doch noch eine Strecke. Wie weit müssen wir denn? Ja, schon eine Strecke dahin. Wobei, wenn ich jetzt hier mal schaue, hier und dann da hoch und dann da rüber, dann würde ich genau beim Busbahnhof rauskommen. Busbahnhof? Nein. Busdepot. Also hierher und dann die dicke gerade Strecke rüber. Dann würde ich genau rauskommen. Toll, jetzt bin ich schon in der Kreuzung drin. Noch nö. Wo muss ich dann nochmal? Okay, ich muss ganz hoch. Ich muss wirklich komplett ganz hoch fahren.
Ah, da kommt sie schon. Wo muss ich da jetzt rein? Da ist der Zaun überall zu. Da ist er aber auch zu. Auf dieser Seite. Da muss ich, glaube ich, einmal rüberfahren. Einmal rechts rüber. Ja, genau. So, sehr schön. Dann werden wir unseren Bus gleich noch betanken. Perfekt. Wobei, da können wir dann eigentlich auch gleich zum Waschen reinfahren. Oder wir machen... Nein, das machen wir in einem anderen Video. Bus waschen, das machen wir in einem anderen Video. Jetzt hole ich mir die Route für den Streetcar und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut. Tschüss, euer Busfahrer. So, dann war's das auch schon wieder für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch auch diesmal wieder Spaß gemacht zuzuschauen. Und wenn ihr noch weitere Videos sehen wollt, dann schaut doch einfach mal rein in meinen Kanal, ob ihr was findet in der entsprechenden Playlist. In diesem Sinne, tschüss, bis zum nächsten Mal, euer Busfahrer.